rufe auf den Tagesordnungspunkt 71, Antrag Fraktion der CDU, Aktuelle Stunde, ein Jahr Hessenkasse, das Land Hessen als bundesweites Vorbild für kommunale Entschuldung, 2012-58. Das Wort hat der Kollege Reul, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Hessenkasse ist bundesweit beispielgebend, viel beachtet und sehr erfolgreich bis zum heutigen Tag. Lassen Sie uns gemeinsam zurückblicken. Der 17. September 2018 war ein guter Tag für die Kommunen in Hessen. An diesem Tag hat die Hessenkasse die erste Tranche der kommunalen Kassenkredite in einer Höhe von 3,6 Milliarden € übernommen. Bis zum Ende des Jahres 2018 wurden beinahe 5 Milliarden € Kassenkredite abgelöst. 179 Kommunen haben bundesweit durch diese einmalige Hilfe bis zum heutigen Tag profitiert. Und hinzu kommt noch, das möchte ich besonders betonen, ein Investitionsprogramm in Höhe von 700 Millionen € für die Kommunen, die keine Kassenkredite hatten. Dies ist beispielgebend bundesweit. Wir alle wissen gemeinsam, die Kassenkredite, das ist der sogenannte Dispo-Kredit der Kommunen, und deshalb gefährlich, weil dort keine Gegenwerte entgegenstehen. Sie waren ursprünglich immer nur zur kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen gedacht, hatten aber in den letzten Jahren ein sehr großes Ausmaß angenommen. Mit der Hessenkasse hat das Land Hessen den Kommunen diese Kredite abgenommen und übernimmt dabei komplett das Zinsrisiko, ein ganz wichtiger Punkt. Die Kommunen leisten dazu auch einen Eigenanteil. Ein Eigenanteil zur Tilgung, genau, das ist richtig. Bei den derzeit niedrigen Zinssätzen scheinen die Vorteile der Übernahme des Zinsrisikos noch nicht deutlich hervor. Aber wenn die Zinssätze wieder steigen sollten, dann wird die Hessenkasse eine noch stärkere Wirkung entfalten als bisher. Schon heute ist die Regelung bundesweit vorbildlich, und zwar über alle Parteigrenzen hinweg. Andere Länder denken über ähnliche Projekte nach. Im Saarland wird gerade der Saarlandpakt verabschiedet, ein ähnliches Modell wie die Hessenkasse hier bei uns. In Nordrhein-Westfalen wird über eine ähnliche Regelung diskutiert, und ebenfalls in Rheinland-Pfalz wird darüber gesprochen, ein ähnliches Projekt auf den Weg zu bringen. Sie können daran erkennen, die Hessenkasse ist beispielgebend für den Bund. Auch die Hessenkasse wurde auf der Bundesebene thematisiert, und zwar in dem Bericht der Kommission für gleichwertige Lebensverhältnisse. Und auch viele Experten haben die Hessenkasse bisher schon gelobt. Ich zitiere Lars Feld, Direktor des Walter-Eucken-Instituts und Mitglied der Wirtschaftsweisen. Die Hessenkasse ist ein Vorbild, weil sie Kommunen nicht ganz aus ihrer Pflicht entlässt. Prof. Junkern Heinrich, Finanzwissenschaftler der TU Kaiserslautern, erwähnt, er schlägt den Schuldenabbau in Nordrhein-Westfalen nach dem Vorbild der Hessenkasse in seinen Gutachten zum Abbau der kommunalen Altschulden vor. Des Weiteren die Bertelsmann-Stiftung in ihrem kommunalen Finanzreport. Die Signalwirkung der Hessenkasse ist immens, führt dort René Geisler aus. Und nach ihm ist die Hessenkasse ein Modell für weitere Bundesländer. Das Institut der deutschen Wirtschaft führt aus, ohne die Hessenkasse hätten die Kassenkredite der hessischen Kommunen 2018 bei fast 900 € je Einwohner gelegen. Mit dem Programm waren es nur einmal etwa über 70 €. Aber auch von den Kommunen wird die Abwicklung der Hessenkasse, beispielsweise das Investitionsprogramm, sehr gelobt. So äußert sich der Bürgermeister von Langgöns, ich zitiere, für unsere Gemeinde ist das Programm Hessenkasse eine außergewöhnliche Gelegenheit, schwierige Infrastrukturmaßnahmen anzugehen, weil die Förderquote mit 90% so hoch und zudem nicht zweckgebunden ist. Man ist wirklich sehr frei. Die Hessenkasse ist auffallend unbürokratisch. Dort ist nichts hinzuzufügen. Meine Damen, meine Herren, die Hessenkasse ist aber nur ein erster Schritt. Es ist eine wichtige Herausforderung auch für die Zukunft, die Kommunen vor einem abermaligen Abgleiten in die Kassenkredite zu bewahren. Dafür haben wir Mechanismen eingebaut und haben die richtigen Maßnahmen ergriffen.
Ich möchte erinnern, die Hessenkasse passt wunderbar in das Bild hinein, vom kommunalen Schutzschirm über die Hessenkasse, über den KFA, der neu geordnet mittlerweile über 5 Milliarden €, bald auf 6 Milliarden € steigt, über das kommunale Investitionsprogramm 1 und 2 und jetzt ergänzend, wir haben gestern darüber diskutiert, über das Programm der starken Heimat Hessen. Sie können erkennen, die Finanzen sind bei der schwarz-grünen Regierung in Hessen in guten Händen. Wir arbeiten weiter im Sinne der Kommunen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Reul. Das Wort hat der Abg. Jan Schalauske, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Fraktion der CDU behauptet, der Umgang des Landes mit den Kommunen in Form der Hessenkasse der sei beispielgebend. Wenn ich daran denke, wie CDU-geführte Landesregierungen in der Vergangenheit die Kommunen in Hessen drangsaliert haben, wie sie sie unterfinanziert haben, dann finde ich dieses Vorgehen nicht beispielgebend, sondern beispiellos, meine Damen und Herren. Ich will fünf Punkte nennen, warum die Hessenkasse kein Grund zum Feiern ist. Zum Ersten. Die Verantwortung für die Kassenkredite der Kommunen hier in Hessen, die tragen vor allem die CDU-geführten Landesregierungen. Sie stopfen mit dem Programm der Hessenkasse die Löcher, für die sie selbst Verantwortung tragen. In den Jahren 1999 bis 2016, in denen CDU, Finanz- und Innenminister das Amt innehatten, sind in 13 von 17 Jahren sind die Kassenkredite gestiegen. Sie stopfen die Löcher, die sie selbst geschaffen haben. Zweitens. Die Hessenkasse wird überwiegend mit kommunalem Geld bezahlt. Was Sie hier dargelegt haben, Herr Reul, ist schlicht eine Umkehr ins Gegenteil. Der Anteil, und Sie wissen es eigentlich besser, der Anteil des Landes bei der Finanzierung der Hessenkasse liegt bei rund 20%. Sie sollten sich schämen, wie Sie hier kommunales Geld für die Eigenverantwortung vermarkten. Drittens. Die Kassenkredite der Kommunen sind in Phasen gestiegen, in denen die Konjunktur nicht gut gelaufen ist. Und statt damals die helfende Hand zu reichen, haben CDU-geführte Landesregierungen den Kürzungsdruck direkt an die Kommunen weitergegeben. Sie haben sie zum Kürzen gezwungen, bis es quietscht. Soziale Leistungen sind eingeschränkt worden, Schwimmbäder und Stadtteilbibliotheken geschlossen, und die Einnahmen der Kommunen waren so niedrig, dass sie Kassenkredite aufnehmen mussten. Viertens. Die Hessenkasse zieht die Daumenschrauben bei den Kommunen weiter an. Es gibt ein Verbot von weiteren Kassenkrediten, und bei einer sinkenden Konjunktur drohen weitere Kürzungsrunden zu folgen. Überhaupt wollen Sie ja die Kommunalaufsicht weiter verschärfen, und deswegen ist auch die Hessenkasse in dieser Hinsicht keine helfende Hand gegenüber den Kommunen. Fünftens. Wie sehr die Kommunen in Hessen von der Landesregierung im Stich gelassen wurden, das sieht man auch an neueren Zahlen, was die kommunalen Steuern angeht. Ernst & Young, ein Wirtschafts- und Wirtschaftsprüfungsberatungsunternehmen, unverdächtig eine linke Institution zu sein, hat erst im August eine Studie vorgelegt, die zeigt, dass gerade Hessens Kommunen so sehr an der Steuerschraube drehen mussten wie Kommunen in keinem anderen Bundesland. Hessen ist nicht nur das Land, in dem sich die Kommune befindet, die 2018 den höchsten Grundsteuerhebesatz in ganz Deutschland erhoben hat. Hessen ist auch das Bundesland, in dem die durchschnittlichen Hebesätze bei der Grundsteuer B um 39% oder 124 Punkte so stark angestiegen sind wie in keinem anderen Bundesland. Dafür, meine Damen und Herren, trägt die Landesregierung die Verantwortung. So sieht die Wahrheit aus. Das ist kein helfender Umgang mit den Kommunen. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie hätten mit der Hessenkasse hätte das Land den Kommunen einen großartigen Dienst erwiesen, dann ist das schlicht an den Haaren herbeigezogen. Nach wie vor
stattet die Landesregierung die Kommunen nicht dauerhaft mit ausreichenden Mitteln aus, und bezahlen müssen das die Bürgerinnen und Bürger in den Kommunen, vor allem Menschen mit niedrigem Einkommen, die die Grundsteuer besonders hart trifft, weil sie auf die Mieter umgelegt wird, Rentnerinnen und Rentner, Studierende, Familie, Alleinerziehende mit Kindern. Sie alle bezahlen dafür, dass Schwarz-Grün Überschüsse im Landeshaushalt wichtiger findet als eine auskömmliche Finanzierung der kommunalen Familie. Und in der FAZ, in einem klugen Kommentar, wurde einst die Strategie des Finanzministeriums im Umgang mit den Kommunen sehr präzise beschrieben. Es wurde geschrieben, das Verhalten des Finanzministeriums gegenüber den Kommunen, das sei wie Zuckerbrot und Peitsche. Ich will dazu sagen, sehr, sehr wenig Zuckerbrot und verdammt viel Peitsche. Das ist die Politik der Landesregierung gegenüber den Kommunen in Hessen. Und statt immer neuer Programme, wo sich die Landesregierung fremden Geld bedient, ob Bundesgeld oder kommunalem Geld, brauchen wir endlich eine auskömmliche Ausstattung der Kommunen, am besten durch eine sozial gerechte Besteuerung großer Vermögen. Dies ist leider von Ihnen nicht zu erwarten. Wir werden uns dauerhaft dafür einsetzen. Vielen Dank, Kollege Schalauske. Das Wort hat der Abg. Heidkamp, AfD-Fraktion. Sehr verehrter Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete! Der Titel liest sich wie eine Einladung zu einer Feierstunde. Das zum Ausdruck gebrachte Eigenlob mag ja auf die handwerkliche Arbeit, auf die Abwicklung zutreffen. Der Hintergrund, warum diese sehr komplexe Maßnahme der Entschuldung der Kommunen notwendig wurde, bleibt dagegen verdächtig im Dunkeln. Die Hessenkasse ist ein weiteres Herumdoktern an den Symptomen, ohne der Krankheit der Verschuldung der Kommunen auf den Grund zu gehen. Ohne Verschuldung wäre ja eine Entschuldung nicht notwendig geworden. Sie freuen sich über die erfolgreich verlaufende Reparatur, ohne den Grund für den Unfall zu hinterfragen. Es gibt da offensichtlich einen Zusammenhang mit der schon am Dienstag debattierten Thematik starke Heimat Hessen. Die Undurchsichtigkeit der finanziellen Verflechtungen zwischen Bund, Ländern, Kommunen und Städten ist nur noch schwer steigerbar. Es ist ganz offensichtlich so, dass die Verteilung der Aufgaben und die Zuordnung der finanziellen Mittel aus eigenen Quellen oder aus Umverteilungen nicht mehr den Prinzipien einer ordentlichen Haushaltsführung entsprechen. Am Dienstag haben andere Parteien zu diesem Thema schon sehr deutliche, oft verzweifelte Stellungnahmen abgegeben, sogar unter Zuhilfenahme eindrucksvoller Hilfsmittel. Das ist gefährlich. Hier dürfen sich Unternehmen und öffentliche Haushalte nicht sehr unterscheiden. Wenn nicht mehr klar ist, welche Aufgaben man übernimmt, welche Mittel aus eigenen Aktivitäten oder Rechten kommen müssen, und wie man über klar definierte Umlagen dafür entlastet wird, dass man Aufgaben für andere übernimmt, dann fangen die Fehlleistungen an. Die Finanz- und Wirtschaftskrise und ihre Folge aus den Jahren 2008 und 2009 ist als Erklärung der Notwendigkeit der Hessenkasse zur Behebung einer Liquiditätskrise der verschiedenen Haushalte jedenfalls nicht ausreichend. Nicht unwichtig dürfte gewesen sein, dass das Land Hessen einen eleganten Weg gefunden hat, diese Schulden zum großen Teil aus dem Haushalt zu nehmen. Nehmen Sie nur die offensichtlich größten Positionen, leicht erkennbar in der Aufstellung an der Zahl 30, die aufzeigt, dass diese Kommune oder Stadt auch nach 30 Jahren noch nicht einmal ihren Eigenanteil leisten kann. Offenbach, Ablösungsbetrag 564 Millionen, Rheingau-Taunus-Kreis 329 Millionen, Hanau 208 Millionen, Rüsselsheim 195 Millionen. Es fehlen uns die Erklärungen,
warum in so unterschiedlichen Städten und Kommunen warum es zu diesen gewaltigen Fehlentwicklungen gekommen ist. Wo sind die Unterschiede? Wo sind die Gemeinsamkeiten? Was wird getan? Was muss verändert werden, damit sich diese Entwicklung nach der Entschuldung nicht wiederholt? Offenbach zum Beispiel grenzt direkt an Neu-Isenburg, einer finanziell geradezu glänzend dastehenden Kommune. Wie können wir vermeiden, dass nicht weitere Offenbachs auftun, z.B. im Frankfurter Westen, in Wiesbaden, im Norden Hessens? Am Dienstag fiel sehr oft das sympathisch klingende Wort Solidarität. Dagegen kann man im Prinzip ja nicht viel sagen, besonders dann nicht, wenn eine negative Entwicklung und Situation nicht auf selbst zu verantwortenden Entscheidungen der Kommune oder der Stadt beruht. Wenn wir aber unser Handeln darauf reduzieren, dass wir die Mittel bei den erfolgreichen, prosperierenden Kommunen, Städten und Kommunen abziehen, um die Fehlentwicklungen der Vergangenheit bei den anderen einzuebnen und zu kaschieren, dann könnten wir uns bald insgesamt auf einer abschüssigen Bahn befinden. In Teilen basiert die Hessenkasse auf einem solchen Transfermechanismus. Unsere Hoffnung beruht daher auf dem später in das Konzept aufgenommenen Investitionsprogramm. Hier stehen 0,7 Milliarden, 6 Milliarden gegenüber. Ohne die Notwendigkeit der Bereinigung der Schulden- und Liquiditätskrise hätte dieses Investitionsprogramm allerdings wesentlich kräftiger ausfallen können. Wir hoffen, dass das Land bei dieser Neuausrichtung erfolgreich ist, damit eine weitere Hessenkasse nicht notwendig wird, so stolz die Regierung auch auf ihre Hessenkasse sein mag. Vielen Dank, Kollege Heidkamp. Das Wort hat der Abg. Marius Weiß, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, diese Selbstbeweihräucherungsanträge der CDU kennen wir ja. Ich habe nur noch auf den Satz gewartet. Peter Zwegert holt sich Schuldnertipps von Thomas Schäfer. Da habe ich noch drauf gewartet auf den Satz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man mal die ganze Selbstbeweihräucherung und das ganze Maulheldentum abzieht, dann gucken wir mal, was unterm Strich noch an den Fakten übrig bleibt zum Thema Hessenkasse. Erstens. Woher kamen die Schulden? Vor allem 2009 bis 2015 sind diese kommunalen Schulden entstanden. Sie sind entstanden durch mangelnde Finanzausstattung der hessischen Kommunen, durch mehrfache Griffe in den kommunalen Finanzausgleich dieser Landesregierung, durch Verletzung der Konnexität. Diese kommunale Finanzkrise ist vom Land verursacht worden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zweiter Punkt, weswegen man sich jetzt hier als bundesweites Vorbild feiert. Vor der Hessenkasse waren die hessischen Kommunen Vorletzter, noch gerade so vor dem Saarland, was den Grad der Verschuldung angeht. Jetzt sind sie auf Platz 5. Platz 5, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist alles andere als bundesweite Spitze und kein Grund, sich wirklich zu feiern. Wenn ich mir und hier geht es nur um die Liquiditätskredite. Bei den Investitionskrediten beispielsweise sind die hessischen Kommunen immer noch Spitzenreiter oder Schlusslicht, wie man das auch immer sehen will. Hessen ist und bleibt Hochschuldenland, auch nach der Hessenkasse, liebe Kolleginnen und Kollegen. Drittens. Es ist falsch, dass das Land die Kommunen entschuldet hat. Die Kommunen haben sich selbst entschuldet, und das Land hat ein bisschen was dazugegeben. Es gab deswegen auch bei den Regionalkonferenzen, die es gab, von dem Finanzminister, vom Innenminister, ich war ja auch auf welchen dabei, habe ich keine Bürgermeister gesehen, die irgendwie groß gejubelt hätten über die Hessenkasse. Ganz im Gegenteil. Die haben dann nachgefragt und gesagt, Taunusstein, Herr Innenminister, waren Sie ja auch dabei? Haben Sie gesagt, also, Herr Innenminister, wir zahlen ja fast alles selber bei der Hessenkasse. Und dann haben Sie gesagt, ja, ja, das stimmt, aber das sind ja halt auch kommunale Schulden. Ja, das ist das, was Sie dann als Antwort darauf gegeben haben. Ich kann mich bei diesen Regionalkonferenzen nicht daran erinnern, auch nur ein einziges positives Wort der kommunalen Familie, der anwesenden Bürgermeister über die Hessenkasse gehört zu haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es stimmt, dass
es ursprünglich 20% waren. Jan Schalauske, inzwischen sind es ein bisschen mehr. Es ist fast ein Drittel, was der Landesanteil beträgt an der Hessenkasse. Aber fast ein Drittel heißt immer noch, dass mehr als zwei Drittel der Hessenkasse die hessischen Kommunen selber bezahlen. Viertens. Es ist ein Schattenhaushalt entstanden. Die WIBank hat die Entschuldung vorgenommen und wird dafür vergütet. Die 4,9 Milliarden € an Schulden, um die es hier ging, sind aber nicht einfach weg, sondern es ist ein Schattenhaushalt des Landes entstanden. Fünftens. Es gibt erhebliche Kassenkreditfolgekosten für die Kommunen, sowohl kollektiv als auch individuell. Kollektiv. Dadurch, dass der angebliche Landesanteil von 200 Millionen €, den die Landesregierung behauptet, die der Landesanteil ausmacht, der besteht zu mehr als der Hälfte aus Geld, was den Kommunen zusteht. 59 Millionen € Bundesteilhabegesetz stammen aus der sogenannten fünften Milliarde, die von der zweiten GroKo im Bund den Ländern ausdrücklich für kommunale Zwecke zugekommen ist. Ausdrücklich für kommunale Zwecke. Und ich sage Ihnen auch, Herr Staatsminister Klose, Sie waren ja im letzten Jahr dann am Ende nicht mehr dabei. Wir werden uns sehr genau durchlesen noch einmal im Protokoll, was Ihre Staatssekretärin zum Thema Bundesteilhabegesetz gesagt hat. Weil wir werden es nicht akzeptieren, dass bei der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes die Landesregierung sich zurückzieht und die Kommunen damit alleine lässt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nächster Punkt der kollektiven Finanzierung. 20 Millionen € Landesausgleichsstock, die dafür genommen werden. Auf der Landesseite verbucht, kommunales Geld. 60 Millionen € erhöhte Gewerbesteuerumlage war ursprünglich einmal vorgesehen. Die fällt jetzt weg. Aber das sind alles Beispiele dafür, dass Sie versuchen, einen Landesanteil zu verkaufen, der zum großen Teil besteht aus kommunalem Geld. Und zuletzt die individuellen Hessenkasse-Folgekosten. 25 € pro Einwohner pro Kommune. Das sind insgesamt 100 Millionen € pro Jahr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das werden die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar spüren. Im Moment noch, wo es mit den Haushalten ganz gut geht, nicht ganz so doll. Aber wenn wir die Konjunktur ein bisschen nachlässt, dann werden die Bürgerinnen und Bürger das spüren. Das sind 100 Millionen €, die nicht mehr zur Verfügung stehen für Klimaschutz, die nicht zur Verfügung stehen für Wohnungsbau, die fehlen und die sich dann dadurch ausdrücken werden, dass es Gebührenerhöhungen gibt, dass es Steuererhöhungen gibt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde, das ist kein Grund zum Feiern. Wir haben heute Morgen gehört von der Bertelsmann-Stiftung, dass sie ausgerechnet hat, 8.000 Erzieherinnen und Erzieher fehlen alleine in Hessen, wenn man dann auf der anderen Seite den Kommunen 100 Millionen € entzieht. Die würden die Kommunen gerne dafür ausgeben, um diese 8.000 Erzieherinnen und Erzieher einzustellen. Kollege Weiß, Sie müssen zum Schluss kommen. Kolleginnen und Kollegen, Herr Präsident, vielen Dank für den Hinweis. Ich komme zum Schluss. Die Hessenkasse ist alles andere als eine Erfolgsgeschichte. Hier schmückt man sich mit fremden Federn. Dann muss man das auch ernsthaft sagen. Wie gesagt, die Kommunen entschulden sich selber mit der Hessenkasse. Und es gibt einen kleinen Anteil des Landes. Das ist kein Grund, sich abzufeiern. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Weiß. Das Wort hat Abg. Martin, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Abg. Heidkamp hat gesagt, der Titel der Aktuellen Stunde lese sich wie eine Einladung zu einer Feierstunde. Recht hat er, und Sie sind alle herzlich eingeladen, denn die Hessenkasse feiert Geburtstag. Der 17. September des vergangenen Jahres war einer von insgesamt zwei Stichtagen, zu denen rund 4,9 Milliarden €, die sich in den Gemeinden, Städten und Landkreisen angesammelt hatten, an Kassenkrediten durch die Hessenkasse abgelöst wurden. Bereits damit ist unser kommunales Entschuldungsprogramm bundesweit einmalig. Kassenkredite, die eher einem Dispositionskredit ähneln, also eigentlich gedacht sind zur kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen, wurden spätestens seit der weltweiten Finanzkrise immer häufiger zum dauerhaften Finanzierungsinstrument unserer Kommunen. Dabei spielen natürlich auch die Versäumnisse in der Kommunalfinanzierung von Bund und Land in vergangenen Jahren und Jahrzehnten eine Rolle, gar keine Frage. Und da schien es insbesondere in Zeiten der Niedrigzinsphase, wie wir sie im Moment haben, schien die Aufnahme von kostengünstigen Kassenkrediten eine gute Alternative zu sein.
Das hat mitunter dazu geführt, dass sich das Volumen an Kassenkrediten im Jahr 2016 auf unglaubliche 6,3 Milliarden € belief. Und genau an dieser Stelle hat Hessen in den letzten Jahren deutlich nachgesteuert. Bereits im Rahmen des kommunalen Schutzschirms hat sich das Land maßgeblich an der Entschuldung von 100 besonders konsolidierungsbedürftigen Kommunen beteiligt. Und einen wichtigen Beitrag zur Entschuldung haben auch die Kommunen selbst geleistet. Während im Jahr 2013 lediglich 30% unserer Kommunen ihren Haushalt ausgleichen konnten, waren es bereits 4 Jahre später schon 90%. Diese Anstrengungen von Land und nicht zuletzt auch von den Kommunen sowie all denen, die vor Ort daran beteiligt waren, in den politischen Gremien, in den Verwaltungen, sind obligatorisch für die Zukunftsfähigkeit unserer Kommunen, und sie sind ein wichtiger Beitrag zur Generationengerechtigkeit. Denn die Kredite, die Schulden, die wir heute aufnehmen, die müssen letztlich unsere Kinder und Enkelkinder abstottern. Und nach dem kommunalen Schutzschirm haben wir mit der Hessenkasse einen weiteren Meilenstein gesetzt zur Entschuldung der Kommunen. Seitdem wurden rund 4,9 Milliarden € an Kassenkrediten von 179 Kommunen übernommen. Die jeweilige Kommune trägt dabei einen Eigenanteil von 25 € je Einwohner und Jahr. Die Laufzeit dieses Eigenanteils orientiert sich an der Höhe des jeweiligen Kassenkreditbestandes. Und durch die Hessenkasse tragen die Kommunen durchschnittlich lediglich ein Drittel des Aufwandes, den sie ansonsten ganz allein zu tragen hätten. Die Hessenkasse, meine Damen und Herren, ist vorausschauend, sie ist nachhaltig und sie ist gerecht. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage, René Rock? Moment, also nein. Gut, hast du Pech, René? Die Hessenkasse ist vorausschauend, weil sie den Kommunen auch das Zinsänderungsrisiko abnimmt. Eine potenzielle Steigerung des Zinsniveaus am Geld- und Kapitalmarkt wäre für Kommunen mit hohem Kassenkreditvolumen richtig teuer gewesen. Dieser Gefahr beugt die Hessenkasse vorausschauend vor. Sie ist nachhaltig, weil sie nachhaltig einer zukünftigen Verschuldung vorbeugt, indem die haushaltsrechtlichen Vorschriften insofern geändert wurden, als dass Kassenkredite nur noch in ihrer ursprünglichen Form, also zur kurzfristigen Liquiditätsbeschaffung, verwandt werden sollen. Und sie ist gerecht, weil sie den Kommunen, die es aus eigener Kraft geschafft haben, ihre Kassenkredite zu tilgen oder erst gar keine aufzunehmen und dabei womöglich die ein oder andere Investition auf dem zurückgeblieben ist, mit einem Investitionsprogramm unter die Arme greift. Rund 700 Millionen € stehen hierbei für Investitionen zur Verfügung, die auch zur Tilgung von Investitionskrediten verwendet werden können. Das, meine Damen und Herren, ist vorausschauend, es ist nachhaltig und das ist gerecht. Wir wollen erstens die Investitionskraft unserer Kommunen stärken. Das tun wir beispielsweise durch das Investitionsprogramm der Hessenkasse oder durch die Investitionsmittel aus der starken Heimat Hessen. Wir wollen den Kommunen zweitens beim Schuldenabbau helfen. Genau hier hat der kommunale Schutzschirm angesetzt, und hier setzt auch die Hessenkasse an. Und wir wollen den Kommunen drittens dauerhaft eine verlässliche und auskömmliche Finanzierung sichern. Im kommenden Jahr werden den hessischen Kommunen im Vergleich zu 2019 voraussichtlich zusätzliche Mittel in Höhe von rund 1 Milliarde € zufließen. Damit ist die Ausstattung unserer Kommunen so gut wie nie zuvor. Die Hessenkasse feiert Geburtstag, meine Damen und Herren. Gemeinden, Städte und Landkreise profitieren, und damit profitieren wir alle. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Dr. Jörg Oberahn, FDP-Fraktion. Bitte sehr. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Als ich am Montag las, dass wir eine Aktuelle Stunde oder am letzten Mittwoch war das schon gewesen, las, dass eine Aktuelle Stunde zu diesem Thema stattfindet, habe ich mir gedacht, was sagt uns der Antragsteller? Also, die Tagesordnung war noch eindeutig gewesen. Wir haben gestern eine sehr umfassende Diskussion zum Thema Finanzausstattung der Kommunen geführt. Wir haben uns hin und her vorgetragen, welche Wege die richtigen und welche die falschen sind. Warum das heute noch einmal? Haben die Antragsteller der Aktuellen Stunde Angst gehabt, dass die Diskussion starke Heimat in die Hose geht? Hatten sie recht? Aber das hilft Ihnen heute nicht weiter.
Wieso wird eine solche Debatte geführt in Abwesenheit des Finanzministers, wo so großer Wert darauf gelegt wird, ansonsten, dass der Finanzminister immer dabei ist? Ich muss Ihnen sagen, ich bin auch ein bisschen unsicher, ob ich heute überhaupt reden darf, weil ich pehre nämlich Thomas Schäfer. Aber ich glaube, reden darf man, nur abstimmen darf man da nicht. Ich will damit auch deutlich machen, dass dieses ganze Gerede von, dass die Opposition nicht pehrt, falsch ist. Thomas Schäfer nimmt heute an einer wichtigen Veranstaltung der Finanzministerkonferenz Deutschlands teil, die er leitet. Also wird gepehrt. Und trotzdem wird aber auch geredet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muss nur lachen, als der Kollege von den GRÜNEN den kommunalen Schutzschirm ansprach und von wir geredet hat. Also, Sie sollten ein bisschen in die Annalen noch einmal hereinschauen. Der kommunale Schutzschirm ist gemacht worden von einer Regierung, an deren Spitze Volker Bouffier und Jörg-Uwe Hahn stand. Wir haben das sehr bewusst gemacht. Und es gab einen Unterschied. Ja, natürlich war es besser. Es gab einen Unterschied. Es gab einen Unterschied zu allem, was danach kam. Und da finde ich Grinsen ein bisschen deplatziert. Alles, was danach kam, war nämlich gegen den Willen der Kommunen. Bei uns war es freiwillig mit den Kommunen zusammen. Wir haben vorher, und das war ja auch schon Thomas Schäfer, wir haben vorher mit den Kommunen ausführlich diskutiert, wie die Interessenlage ist. Matthias Büger war damals finanzpolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion. Unzählige Gespräche geführt, damit dann nachher freiwillig jede Kommune eine Entscheidung treffen konnte. Und das unterscheidet alle Maßnahmen von denen, die danach kamen. Alle Maßnahmen von denen, die danach kamen. Und das gilt auch für die Hessenkasse. Ich sage es noch einmal sehr verkürzt. Sie ist nicht freiwillig. Sie ist auf Kosten der Kommunen, jedenfalls zu 80%. Und sie ist ungerecht. Die Hessenkasse war die Einrichtung gewesen. Ich verstehe das nicht, warum Sie das nicht gerade als Grüne akzeptieren, die denjenigen, die über ihre Verhältnisse gelebt haben, eine Belohnung ausgesprochen haben und denjenigen, die ordentlich gewirtschaftet haben, das Geld weggenommen haben. Was ist denn daran gerecht? Das ist doch nur schlicht und ergreifend arrogant. Und damit Sie nachlesen können, was ich meine, schauen Sie nur einmal nach. Seligenstadt und Rottgau. Das sind meine Lieblingskommunen, weil dort überall FDP-Menschen mit in der Verantwortung sind, sodass ich nicht sagen muss, das war der böse Sozialdemokrat oder das war der böse Schwarze oder der böse Grüne. Eine Kommune wie Seligenstadt, die in den letzten 15 Jahren unter der Verantwortung von FDP-Nahestehenden oder dann FDP-Bürgermeistern ordentlich gewirtschaftet hat, muss doppelt zahlen. Und eine Kommune wie Rottgau, die, das mag hier alles nice to have sein, das mag hier alles schön sein. Aber von Kindergartengebühren abgesehen hat und so weiter und so fort, denen wurde das Geld auf dem Tablett geliefert. Ich halte das für ungerecht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir Liberale halten das für nicht gut. Jetzt haben wir die Diskussion gestern schon geführt, ich werde sie nicht, oder vorgestern, ich werde sie nicht wiederholen zum Thema starke Heimat. Aber ich möchte schon mit Freude zur Kenntnis nehmen, dass ich Kollegen hier in diesem Hause auch der Regierungsfraktionen nunmehr öffentlich äußern, dass das alles gar nicht so gut ist. Mein Kollege Jürgen Lenders hat mir gerade gezeigt, einen Ausschnitt aus der Fulda Zeitung war das, glaube ich, gewesen, in dem unser Kollege Thomas Ehring vollkommen zu Recht darauf hingewiesen hat, dass das alles nicht so klug ist. Ich wünsche Ihnen schöne Verrichtung. Machen Sie so weiter. Das ist für die Kommunen in Hessen nicht gut, sondern nur schlecht. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat der Innenminister, Staatsminister Peter Beuth. Bitte. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedauere ein bisschen, dass das Erinnerungsvermögen von den Kollegen Hahn, Weiß und Schalauske ein bisschen getrübt ist. Aber ich will versuchen, mit meinem Beitrag zur Hessenkasse dort ein wenig nachhelfen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank, Herr Rock, für den Hinweis. Komme ich sofort darauf zurück. In der Tat ist es so, dass die Hessenkasse ein Meilenstein in der kommunalen Unterstützung dieses Landes im vergangenen Jahr war. Deswegen ist es zu Recht, dass wir das heute noch einmal in einer solchen Aktuellen Stunde noch einmal besonders würdigen. Wir haben, meine Damen und Herren, bundesweit ein einzigartiges, ein vorbildliches Programm aufgelegt. Und ich finde, dass wir darauf stolz sein können. Meine Damen und Herren, es ist doch nicht so, dass die Hessenkasse
dass die Hessenkasse zwangsweise über die Kommunen gekommen ist. Selbstverständlich konnte jede Kommune sich freiwillig daran beteiligen. Meine Damen und Herren, es war auch so, und da muss ich sagen, Herr Kollege Weiß, da habe ich eine andere Erinnerung. Es war auch so, dass die Kommunen sich durchaus darüber gefreut haben, über diese Frage. Es gab in der Tat Kommunen, die, sagen wir mal, die das nicht nur wohlwollend gesehen haben, aber der weit überwiegende Teil der Kommunen, jedenfalls mal die, die profitiert haben, haben sich über dieses Programm herausragend gefreut, meine Damen und Herren. Und im Jahre 2014 hatten wir nur ein Drittel der Kommunen in unserem Lande, die ihren Haushalt noch ausgleichen konnten. Es war eine beispiellose Anstrengung notwendig von allen Beteiligten, dass das anders geworden ist. Im Jahr 2019 sind es über 97%, die den Haushaltsausgleich anstreben. Das ist eine herausragende Leistung, die dort vollbracht wurde. Und wenn ich von einer herausragenden Leistung spreche, dann will ich die Beiträge, die die Kommunen selbst geleistet haben, nicht unter den Scheffel stellen. Das ist so. In den Kommunen ist hart gearbeitet worden, um genau das zu erreichen, was wir gemeinsam hier wollen. Aber wir haben natürlich seitens des Landes auch, da muss man auch wieder sagen, ja, beispiellos auch im Vergleich zu anderen Bundesländern dafür gearbeitet, dass das gelungen ist und dass wir seitens des Landes unseren Beitrag geleistet haben. Der kommunale Schutzschirm, 3,2 Milliarden €. Über die höchsten KfA-Zahlungen ist eben schon gesprochen worden, die Umstellung des kommunalen Finanzausgleichs. Wir haben den Kommunen Anleitungen gegeben, wie sie sich entsprechend konsolidieren können und konsolidieren müssen. Wir haben kommunale Investitionsprogramme im Jahre 2015 mit 1 Milliarde €, kommunales Investitionsprogramm Schule mit 600 Millionen € im Jahr 2017. Meine Damen und Herren, das sind alles Leistungen, die dieses Land vollbracht hat, die dafür gesorgt haben, dass die Kommunen diesen Status erreicht haben. Ja, wir haben uns vorgenommen, dass wir nachhaltig und generationengerecht arbeiten. Und das ist die Hessenkasse ist ein Baustein dafür, dass das gelungen ist, meine Damen und Herren. Und es ist in der Tat so, dass wir die Risiken aus den kommunalen Haushalten über die Hessenkasse herausgenommen haben. Und ja, Herr Kollege Weiß, selbstverständlich bezahlen die Kommunen einen nennenswerten, einen erklecklichen Anteil, um die Altschulden abzutragen. Aber, und da habe ich nichts zurückzunehmen, es sind am Ende auch kommunale Schulden. Aber wir haben ein System gefunden, wie es den Kommunen ermöglicht wird, und wir leisten seitens des Landes darüber hinaus noch einen eigenen Beitrag. Ich finde, dass wir uns da gut mit sehen lassen können. Und natürlich ist es nicht so, dass nach dem Jahre 2009 überhaupt dieses Problem erst entstanden ist. Im Jahr 2008 hatten die Kommunen Kassenkredite von 3,2 Milliarden €. Damals ging es sozusagen konjunkturell gut, und dann kam der Abbruch über die Finanzkrise. Und lieber Herr Kollege Schalauske, ich habe das nicht vergessen, dass wir 2,6 Milliarden € Sonderinvestitionsprogramm im Jahr 2009 aufgelegt haben für die Kommunen, damit Investitionen vorgezogen werden konnten, damit sie eben sozusagen in der Krise eben trotzdem noch Geld hatten, um zu investieren. Das war ebenfalls unsere Leistung, die wir hier vollbracht haben, meine Damen und Herren. Und was ich zum Schluss sagen möchte, das Investitionsprogramm mit 700 Millionen € greift der Kollege Hahn die Frage der Gerechtigkeit genau auf. Es gab nämlich welche, die aufgrund von Verzicht, Investitionsverzicht keine Kassenkredite gemacht haben. Und deswegen war es richtig, ein Investitionsprogramm für diese Kommunen aufzulegen, damit sie sozusagen auch etwas davon hatten, von diesem großartigen Programm, was wir hier aufgelegt haben. Rundherum ist die Hessenkasse ein gelungenes Projekt, ein finanzieller Neustart für die Kommunen in Hessen. Und ich glaube, das ist gut so, dass wir das heute noch einmal besonders gewürdigt haben. Vielen Dank. Herr Minister, herzlichen Dank. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist diese Aktuelle Stunde besprochen. Bevor wir in die nächste gehen, ist an Ihren Plätzen verteilt ein Dringlicher Entschließungsantrag
der Fraktion der SPD, Ablehnung von Verkauf und Rückmietung der Liegenschaften Bereitschaftspolizei Kassel und Mülheim, Drucksache 20/1281. Dringlichkeit wird im Hause hier bejaht. Dann wird das Top 85, und wir können das nach der Aktuellen Stunde zu dem Thema aufrufen und ohne Aussprache abstimmen. Das ist nach 75 der Aktuellen Stunde. Machen wir so? Okay, danke sehr.